Das ist hier Zufall, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also lieber Herr Otto, ich hatte eben gerade den Eindruck, Sie sind noch so im Modus der Koalitionsverhandlungen stehen geblieben. Kollegen von der SPD, überlegen Sie sich mal, ob das dann nicht vielleicht besser wäre, wenn Sie das Straßenausbaubeitragsgesetz behalten wollen. Nicht? Also CDU hat ja, wenn Sie im Internet googeln, direkt eine Domain registriert, Straßenausbaubeitragsgesetz. Aber da lese ich auch nicht viel. Die letzte Aktualisierung stammt vom 17.06. Das war wohl der Tag, an dem Sie hier Ihren Antrag eingebracht haben. Ja. Aber liebe Kollegen von der Linken, es ist natürlich gut, wenn man Fehler einsteht und sie korrigieren will. Es stellt sich hier allerdings die Frage, warum dieses Gesetz zur Aufhebung des Straßenausbaubeitragsgesetzes erst jetzt von Ihnen eingebracht wurde. Es hat in der letzten Legislatur reichlich Zeit und Gelegenheit dazu gegeben. Offenbar war Ihnen eine harmonische Regierungsbeteiligung wichtiger als die Interessen der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Wenn viele Milliarden Euro durch die Landesbank verzockt wurden, da waren ja ehemals führende Köpfe der CDU auch sehr kreativ. Wenn die Haushaltskasse leer ist, fehlt auch das Geld zur Sanierung maroder Verkehrsstraßen. Das ist aber eine öffentliche Aufgabe und Bürgerzahl. Es ist richtig, dass in anderen Bundesländern seit Jahrzehnten Straßenausbaubeiträge für Maßnahmen erhoben werden, die den Anliegern einen direkten Vorteil bringen. Das ist eine gelungene Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Juristen. Um nur ein Beispiel aus einer langen Liste zu nennen, das Verwaltungsgericht Kassel hat 1999 entschieden, dass die Aufstellung neuer Verkehrsschilder nicht beitragspflichtig sind, die Kosten für den Abbau, die Zwischenlage und Wiederaufstellung der bereits vorhandenen dagegen schon. Hier ist diese Liste. Ausnahmsweise ausgedruckt. Bereits kurz nach Verabschiedung des Gesetzes, des Straßenbeitragsgesetzes in Berlin, hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 2006 entschieden, dass Eigentümer im Westteil Berlins auch rückwirkend zur Kasse gebeten werden können. Das liegt an dieser ganzen komplizierten Struktur. Damit war eine entsprechende Schutzregelung der § 15a des Gesetzes nichtig. Und damit wurden völlig unnötig wieder alte Gräben zwischen Ost und West aufgerissen. Es ist für mich grundsätzlich nicht einsehbar, warum neue Bürgersteige, Fahrradwege, Grünstreifen und Bäume dafür extra zur Kasse gebeten werden soll. Immerhin wurde daran gedacht, diese Regelung zur Bürgerbeteiligung in das Gesetz aufzunehmen. Ich ausdrücklich loben möchte, wenn sie denn auch zur Anwendung kämen. Die Bezirke haben sich ja sehr kreativ darin gezeigt, das nicht zu tun. Meiner Ansicht nach gehört dieses Gesetz abgeschafft, da es keine sinnvolle Steuerungswirkung für die Stadtentwicklung hat. Kommunale Beiträge sollten nur dann erhoben werden, wenn dem Beitragszahler daraus ein erkennbarer Nutzen entsteht. Beitragserhebungen zum Abbau der Staatsverschuldung lassen sich meines Erachtens nicht rechtfertigen. Ich danke Ihnen.